Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir hier rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 23 Karriere mit Hannover 96 und wir starten auch direkt rein in ein absolutes Topspiel hier gegen den FC Bayern München, Zweiter gegen Achter heißt es hier heute, allerdings trennen uns ganze 20 Punkte, es ist also schon eine klare Sache und die Bayern sind natürlich haushoher Favorit. Und das können sie hier auch direkt zeigen. In der 8. Spielminute kommen sie das erste Mal gefährlich. Da ist aber zum Glück noch nichts passiert. Sie bleiben hier aber übertrieben druckvoll und sind klar die bessere Mannschaft. Und weiter rollt hier Angriff um Angriff. Und dann kommt Sadio Mané, macht das 1:0 in der 46. Spielminute. Das ist aber bisher wirklich auch absolut verdient. In der 50. Spielminute bekommt Sadio Mané dann hier die Chance, seinen zweiten Treffer zu machen, scheitert aber an Ivusic, stark pariert. Und die Münchner sind darum bemüht, hier den Deckel drauf zu machen. Schlotterbeck kommt nicht hinterher. Und Gedesch macht das 2:0. Ah, die Bayern sind heute einfach eine Nummer zu groß für uns. Das ist hier leider aber eventuell noch nicht der Schlusspunkt. Gedesch kommt nochmal, macht das stark, liegt zurück. Ivusic. Das war es dann hier aber auch vom Spiel. 2:0 verlieren wir also am Ende. Vollkommen okay gegen den FC Bayern. Ja, da muss man, glaube ich, mit rechnen einfach. Unser nächster Gegner ist dann hier der erste FC Köln in der Liga. Die sind aktuell 3 Punkte vor uns. Durchaus also ein wichtiges Spiel. Man sieht aber an unserer Aufstellung, ich rotiere ein wenig durch. Spieler wie ein Tom Rothe, ein Neumann, ein Nusa kriegen hier heute ihre Einsatzzeiten. Auch ein Schöppner zum Beispiel auf der 6. Ja, wir wollen die halt natürlich auch die zweite Reihe glücklich halten und natürlich auch gucken, was sie können. Wir starten rein ins Spiel und gewinnen das Ganze mit 2:1. Matanovic hier mit einem Doppelpack. Bewertungstechnisch... Schöppner war stark, ansonsten in Ordnung alle, muss man sagen, keiner, der sich so richtig krass raussticht, aber vollkommen in Ordnung. In der Tabelle sind wir somit mittlerweile punktgleich mit den Kölnern, 21 Spieltage gespielt, 28 Punkte. Es ist gar nicht so überragend, man muss aber sagen, ja, wir halten uns gut hier oben im oberen Tabellendrittel und damit bin ich schon vollkommen zufrieden. In dieser Folge haben wir wirklich bisher nur sehr, sehr interessante Spiele. Jetzt geht's hier an der alten Försterei für uns gegen Union Berlin. Die sind aktuell tatsächlich auf einem Platz in Europa, nämlich dem 6. Wir könnten zwar nicht an ihnen vorbeispringen, wenn wir heute gewinnen, wären aber bis auf einen Punkt an ihn ran. Und das wäre natürlich auch schon wirklich genial. Ja, wir werden gucken, was wir hier schaffen können. Union ist natürlich aber auch ein richtig harter Brocken. Wir fangen aber richtig gut an, sind heiß und haben die erste Abschlusschance durch Jovanovic. Und auch die zweite Chance gehört hier uns. Und auch wieder Jovanovic. Knallt das Ding an die Latte. Eigentlich richtig stark gemacht, aber dann ein bisschen zu genau. Aber wir bleiben hier die klar bessere Mannschaft. Kola jetzt mit dem Abschluss und dem verdienten 1:0. 20 Minuten haben wir das Spiel hier dominiert und somit komplett verdient, dass wir hier in Führung gehen. Und auch die nächste Möglichkeit gehört aber schon wieder uns. Jovanovic hat heute aber kein Zielwasser getrunken. Den Kopfball setzt er doch ein bisschen kläglich vorbei, muss man sagen. Aber auch die Unioner kommen hier plötzlich zu einer Chance und sie machen das 1:1 durch Niane. Macht das stark, kriegt er den Ball ein bisschen glücklich vor die Füße. Den Abschluss, da hat er keine Probleme, da dreht er sich dann einfach auf. Hier sieht man es gut gespielt. Ja, zu weit weg, Gechter hat den Ball eigentlich, kommt dann aber nicht nochmal dran und dann keine Chance aus der Distanz für Ivusic. Halbzeit 1 ist damit dann aber auch schon zu Ende. 1:1 hier, nicht so wirklich verdient, aber na, machst du nichts, ist halt der Stand. In der zweiten Halbzeit sind die Unioner aber dann direkt gefährlich. Ja, also ich hätte nicht sagen sollen, dass es unverdient ist, das haben sie wohl persönlich genommen. Und dann Union Berlin mit dem 2:1, lange kam nichts mehr, jetzt sind sie wieder da. Es ist wieder Niane, der hier den Treffer macht. 2:1, 71. Spielminute. Wenn man aufs ganze Spiel guckt, nicht verdient, aber es ist jetzt leider so. Und dann kontert uns Union Berlin hier wirklich eiskalt aus. In der 86. machen sie das 3:1. Das ist hier die Vorentscheidung. Und das ist super, super bitter. Aber klar, wir haben eine junge Mannschaft. Das kann halt auch mal passieren. 90. Minute ist durch. Spiel ist aus. Wir verlieren mit 3:1. Ich glaube, ich habe schon alles zu diesem Spiel gesagt. Es ist bitter. Es kann halt aber bei so einer jungen Mannschaft auch mal passieren, dass man so ein Spiel dann verliert, obwohl man eigentlich besser war. Gladbach ist jetzt nicht der einfachste Gegner, um die Formkurve wieder umzudrehen. Aber wir schauen einfach mal. Wir simulieren das Ganze, hoffen, dass wir gegen die Gladbacher was mitnehmen können. Ja, können wir aber auch hier nicht. Aber auch da war klar, sie sind der klare Favorit gewesen. Wir verlieren mit 3:1.
deutliches Ergebnis. Matanovic wieder mal mit einer schwachen Leistung, war auch letztes Spiel schon so. Hauptproblem ist aber eher unsere Defensive, also Stanisic, Bernabei und Kunze mit einer 4-7, das ist zu viel. Damit hier nur noch Platz 10 für uns in der Tabelle und 7 Punkte sind es nur noch nach hinten auf Hertha BSC. Komfortabel sind wir aber natürlich trotzdem immer noch vor Stuttgart und dem Hamburger SV und eigentlich auch vor Hertha BSC. Und Platz 10 ist jetzt auch nicht so schlecht. Wenn man da mal guckt, was für Mannschaften da vor uns und hinter uns sind, kann man damit, denke ich, auch fürs Erste erstmal zufrieden sein. Klar wäre es aber auch schön, wenn wir demnächst mal wieder ein paar Punkte holen. Und welchen Gegner wünscht man sich da? Na klar, den Hamburger SV, den Tabellenletzten, den abgeschlagenen Tabellenletzten. Wenn wir keine 3 Punkte hier holen, wann dann? Das ist ein Gegner, mit dem wir im letzten Spiel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir die klar bessere Mannschaft waren. Es gibt bei uns in der Aufstellung allerdings einige Änderungen. Gucken wir mal, wie die funktionieren. Es ist ein Gamble, muss man schon sagen. Aber ich glaube, dass einfach von den letzten Leistungen her das schon auch berechtigt ist, dass wir das machen. Da FIFA leider die Aufstellungsanimation irgendwie rausgenommen hat, beziehungsweise sie nur noch ganz, ganz selten kommt, machen wir es einfach mal so, damit ihr euch die Mannschaft hier mal angucken könnt. Hallo, danke, bitte wieder herkommen. Ja, Nusa über rechts, Schneider in der Mitte heute mal, Schöppner auf der 6, Kunze war ja auch wirklich nicht gut. Ja, und Rothe heute auf links für Bernabei, einfach um ein bisschen mehr Defensivpower reinzubekommen. Und unsere Jungs fangen ja auch direkt mal gut an. Nach einer Ecke von Nusa kommt Jovanovic hier zum Kopfball. Auch Chance Nummer 2 gehört hier uns Schneider dieses Mal aus Reihe 2. Allerdings bleibt es hier bei 0:0. Aber die Hamburger suchen dann auch ihre Chance und kommen mit ihrer ersten direkt zum Führungstreffer. 34. Spielminute. Meißner mit dem 1:0. Abzusehen war dieser Treffer nicht wirklich. Man muss den Hamburgern aber lassen. Es war gut gespielt. Die Hamburger wollen nachlegen. Ivusic muss hier retten. Wir sind aktuell um Antworten bemüht, aber wir finden einfach keine. Und somit gehen die Hamburger hier verdient, mit einem 1:0 in die Halbzeit. In Hälfte 2 gehört die erste Chance hier aber uns Schneider mit dem 1:1. So habe ich mir das in Halbzeit 2 vorgestellt. Und entscheidend war hier dieser Ballgewinn von Schöppner und das schnelle Schalten, das hat hier den Treffer ermöglicht. Aber die Hamburger sind hier auch direkt wieder bemüht, eine Antwort zu finden, machen das stark. Zum Glück haben wir mit Ivusic einen noch stärkeren Torhüter. Und die Hamburger bleiben hier jetzt gefährlicher. Wieder ist Ivusic da. Und Hamburg bleibt druckvoll. Wieder Ivusic. Jetzt haben wir hier wirklich Glück, dass es nur 1:1 steht. Und dann plötzlich sind wir hier aber frei durch mit Havard Nielsen. Havard Nielsen macht das 2:1. 87. Spielminute aus dem Nichts. Muss man wirklich so sagen. Hamburg die letzten 10 bis 15 Minuten wirklich hier übertrieben viel besser. Hatten die Chancen. Ivusic vereitelt alles. Und dann plötzlich kontern wir sie hier aus. Und Havard Nielsen macht seinen Treffer. Hier nimmt er den Ball auf mit Tempo und geht einfach durch. Und im Abschluss dann auch keine Probleme. In der 93. gibt es hier jetzt aber nochmal eine Ecke für den Hamburger Sportverein. Die kommt nicht ungefährlich. Und dann ist das Spiel aus. Wieder ist sie. Vucic da. Boah, wäre das nochmal ein Treffer gewesen. Hätte er den tatsächlich mit dem Fallrückzieher untergebracht. Glück für uns. Wirklich viel, viel Pech für den Hamburger SV. Man sieht, warum sie da unten drin sind, wenn sie so ein Pech haben. Nach dem Hamburger SV ist vor Borussia Dortmund ein Spiel, wo ich mir nicht viel ausmale für uns. Wir gehen rein, simulieren das Ganze und gewinnen. Mit 2:1. Mit 4:7 Schüssen. Also wir waren hier nicht die bessere Mannschaft. Holen am Ende aber die 3 Punkte Schneider und Jovanovic mit den Treffern. Man muss wirklich sagen, Schneider war die goldrichtige Entscheidung, ihn hochzuziehen. Spielt unfassbar stark, macht seine Buden. So habe ich mir das am Ende vorgestellt. Und dass wir gegen Dortmund gewinnen, das ist natürlich noch schön. Mit den 2 Siegen in Folge springen wir hier wieder hoch auf Platz 9. Damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Ja, ein bisschen arbeiten müssen wir an unserer Gegentordifferenz. Also -7, das ist schon richtig, richtig schlecht. Aber gut, das soll uns erstmal egal sein. Alles in allem bin ich trotzdem mit unserem Tabellenplatz zumindest sehr, sehr zufrieden. Und ist es nicht eine Augenweide, Noel Schneiders Statistiken anzugucken? 9 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen. Nusa, ja, ich sag da nichts mehr zu. Und auch Kohler ist eigentlich nicht überragend. Schneider ist deutlich, deutlich besser. Nur halt in weniger Spielen. Nächster Gegner in der Liga ist dann der SC Freiburg. Die sind ein gutes Stück hinter uns. Heißt also eigentlich wieder Must-Win-Match. Wir haben aber auch gegen den Hamburger SV gesehen, wie schwer wir uns da getan haben. Es ist also kein Selbstläufer. Wir werden wieder alles reinhauen müssen. Tun das dann aber in der nächsten Episode. Jetzt hoffe ich erstmal, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr neu seid, lasst doch gerne noch ein Abo für den Kanal da. Damit könnt ihr mich natürlich weiterhin unterstützen. Und auch da macht ihr mich natürlich sehr, sehr glücklich mit. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I'm more than worse. I'm young.
fucking the buyer.